Weißt du, was ich gut finde? Nein. Die Rätsel, wo wir zwar knobeln müssen, den Kopf anstrengen müssen, aber kein Zeitlimit haben, weil einer von uns beiden sterben könnte. Ja. Was ich finde. Aber war zu spät. Kannst du mich nochmal fragen? Warte, ich muss vorher eine Sache erledigen. So. Was sollte ich dich nochmal fragen? Ich sollte mich nochmal fragen, weißt du, was ich gut finde? Weißt du, was ich gut finde? Mich! Okay, danke. Ich bin raus hier. Ich finde das eine sehr schöne Antwort von mir. Oh, weißt du, was wir auch mal machen müssen? Wenn wir, also im Prinzip machen wir sowas in der Art ja jetzt hier schon. Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Ja, soweit bin ich noch nicht. Hast du was getriggert? Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Im Prinzip machen wir sowas in der Art ja schon, aber ich weiß, dass es sowas auch in, ich sag mal, richtig noch gibt. Hier so Escape Room Simulator und sowas. Ja. Macht bestimmt auch Spaß. Wolltest du nochmal hier hinten gucken? Ich wollte erst mal kurz ins Logbuch gucken, tatsächlich. Ein verlassenes Schneemobil. Es scheint... Wer auch immer das Signal sendete, ging zu Fuß weiter. Was mir auch gefällt, ist, dass diese Spiele ja durchaus aufeinander aufbauen. Also du kannst jedes spielen, ohne die anderen zu kennen. Aber wenn du die anderen kennst, siehst du immer wieder so Verbindungen und Querverweise. Ja. Und das ergibt sich so ein großes Gesamtbild. Das gefällt mir. Na, am Ende vom zweiten Teil hast du ja auch... hat ja der Spieler, der zurückgeblieben ist, ja dann auch das Funksignal empfangen von dem Spieler aus dem ersten Teil, der zurückgeblieben ist. Ja. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach den verschwundenen Teams und finden hier das Schneemobil, mit dem wir in dem einen Spiel angekommen sind. Und ich finde es ganz cool. Das Leuchtsignal sagt auch was. Das sieht ja schon wieder ausgesprochen spannend aus. Ich kämpfe mich ja gerade durch Horizon Forbidden West, ne? Und ich muss sagen, die Vertikalität, die bei diesem Spiel entsteht, dadurch, dass man jetzt so einen Grappling Hook hat, mit dem man noch höher gelegenere Sachen erreichen kann als vorher, wo du einfach nur an bestimmten Stellen klettern konntest und jetzt auch noch tauchen kannst, dadurch entsteht eine Vertikalität, mit der ich mich noch nicht so ganz angefreundet habe. Wenn sobald die Rätsel ins Vertikale gehen oder die Welten, fange ich an, Sachen zu übersehen und fühle mich total überfordert. Ich bin eher so ein zweidimensionaler Mensch, glaube ich. Können wir runtergehen? Wo bist denn du? Ich gehe runter. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich mit Horizon Zero Dawn meine 5. Platinum-Trophäe gemacht habe jetzt? Nein, noch nicht. Weißt du, mich schnauzt der Mann, wenn er hier einfach vorrennt, aber er rennt auch einfach vor. Ja, und im Zweifelsfall rechtfertige ich es damit, dass ich aufnehme und streame und du nicht und du eventuell irgendwelche Ereignisse triggerst, die ich dann nicht mehr sehe, wie die Leuchtfeuer. Es ist nur eine ganz schwache Entschuldigung, aber es ist zumindest eine. Das war gerade ganz abgehackt bei mir. Ich habe dich nicht wirklich verstanden. Ich kann in den Fahrstuhl. Okay. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Genau da ist ein Fahrstuhl. Kann man rein. Hm. Hier. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was man kann. Also ich habe bis jetzt auf jeden Fall noch nichts gefunden, mit dem wir sonst interagieren könnten. Also fahr nicht wieder ohne mich weg. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn der eine mit dem einen Fahrstuhl hochfährt, kommt der andere vielleicht runter. Immer so im Wechsel, damit wir nicht beide auf der gleichen Seite sind. Ja.
Wahrscheinlich können wir auch nicht zu zweit in den Fahrstuhl. Du in den reinsteigen oder was? Soll ich den ersten nehmen? Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Zur Not lässt du mich einfach wieder zurück. Ja, sowieso. Wie beim letzten Mal. Ja, natürlich. Irgendwie schon frech, ne? Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Art und Weise relevant werden könnte, aber hier im Fahrstuhl ist eine Bodenplatte, auf der ein Diamant mit 3 Sternen abgebildet ist. Ich habe hier einen Diamant, in dem Diamant einen Stern. Einer unten links, ein weißer Stern unten links vom Diamanten, ein weißer Stern oben rechts vom Diamanten und ein schwarzer Stern in der oberen rechten Ecke des Diamanten. Ja, genau. Ja. Das ist hier vor den Dingen auch. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Dann ist das vielleicht einfach ein Hinweis darauf, welche Fahrstühle quasi zusammengeschaltet sind. Es wird wahrscheinlich weiter so funktionieren. Und wenn wir dieses Tandemfahren weitermachen wollen, sollten wir die entsprechenden Fahrstühle nutzen dann. Ich bin mal in der ersten Etage ausgestiegen. Ich kann noch nicht höher. Oh, hätte ich noch höher gekonnt? Weiß ich nicht. Nee, ich hätte auch nicht höher gekonnt. So, ich habe hier einen Minenkarren, der mir den Weg blockiert. Ich kann tatsächlich nicht an dem vorbei und ich kann ihn auch nicht schieben. Ja, Moment. Ja, warte, das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite kann ich weiter hoch, da ist ein Fahrstuhl. Ich habe auch einen Fahrstuhl. Ich kann aber nicht erkennen, welches Symbol er hat. Ich habe einen abstürzenden Käfig. Dynamit, entschuldige bitte. Ich probiere mal was aus. Ja, Dynamit, stimmt, sehe ich hier auch. Betätige mal deinen Fahrstuhl. So, weiterfahren kannst du wahrscheinlich nicht, ne? So, kann noch einer unten. Aber da kann ich nicht aussteigen. Okay, ich könnte hier aber theoretisch aussteigen. Ich stehe auf dem Dach des Fahrstuhls gerade übrigens, zur Info für dich. Also, fahr mal einen runter wieder. Einen hoch, meinst du? Ja, zurück halt. Ich kann nämlich, also der Fahrstuhl, theoretisch hätte ich jetzt oben aussteigen können. Da war ein Weg, da ist auch eine Schranke aufgegangen, da hätte ich eine Treppe hochgehen können. Aber hier, wo ich jetzt gerade bin, kann ich quasi so auf halber Höhe auch rausklettern. Und da wollte ich mich erstmal kurz umsehen. Mhm. Hier, also auf halber Ebene hätte ich einen Fahrstuhl mit einem Minenkarren drauf. So, fahre mich jetzt nochmal nach oben. Das heißt, du nach unten, vermute ich mal, ne? Ja. So, ich will gucken, was ich jetzt hier oben noch hätte. Einmal ist hier ein Fahrstuhl mit einer Spitzhacke, der ist aber runtergefahren, über den kann ich rüberklettern, um hier nochmal auf die andere Seite zu kommen. So, ich kann quasi jederzeit alle Etagen von dem Spitzhacken-Fahrstuhl erreichen. Hier ist eine Treppe, die beiden Etagen verbindet. Und dann habe ich hier noch einen Drachenkopf-Fahrstuhl. Na gut, dann muss ich jetzt erst nochmal wieder eine Etage bei mir hochfahren, damit ich gucken kann, was ich bei mir machen kann. Genau. Also ich habe Spitzhacke, Minenkarren und Drachenkopf. Könnte ich theoretisch erreichen. So, ich geh jetzt erstmal wobei ich für den Minenkarren die Etage wieder wechseln müsste. Für den Minenkarren hätte ich hier unten auch was. Da würde dann auch ein Fahrstuhl für mich runterfahren. Warte, jetzt muss ich erstmal nach oben laufen und da gucken, was da für mich kommt. Oh, ich habe auch den Minenkarren hier. Alles gut. Ich kann den Minenkarren von hier aus selber bedienen. Die Spitzhacken-Dings, da würde bei mir hier eine Schranke ausgehen, in den Fahrstuhl runterkommen. Und ich habe ein Klo. Ein Klo? Naja, es sieht irgendwie so aus, so ein komischer Sitz mit einem Loch drin. In so einer Art Kabine. Aber da ist halt nichts vor. Da steht doch nichts dran.
Okay. Also seinen Drachenkopf habe ich nicht. Soll ich hier mal die Spitzhacke bewegen? Weil das ist so das eine, was ich von hier aus machen könnte. Ja. Ja, ist bei mir unten. Bin drinne. Kannst du selber bedienen oder muss ich bedienen? Ich kann noch selber bedienen. Okay. Also wenn du für die Spitzhacke irgendwas brauchst, sag mir einfach Bescheid. Die Spitzhacke kann ich. Ah Voll. nee, warte mal, ich könnte noch eine Etage höher mit der Spitzhacke. Fahr nochmal zurück. So, jetzt nochmal die Spitzhacke. Okay. Denk dran, dass du theoretisch auch auf das Dach von den Fahrstühlen klettern kannst, ne? Vielleicht bringt dir das auch was. Ich habe das jetzt schon Ja, ich zweimal kann gemacht. von, ja, aber ich, wie soll, ich kann von hier nicht aufs Dach klettern. Ja, ich meine nur. Also ich hatte jetzt schon zweimal die Möglichkeit. Ich muss wahrscheinlich eher mit dem Dingenswagen fahren. So, also, ich bin jetzt in der oberen Etage der Spitzhacke und habe hier Zugriff auf, genau. Darauf habe ich auch Zugriff auf den Minenkarren und auf der anderen Seite habe ich den Drachenkopf. Und in der Mitte halt die Spitzhacke. Kann ich den Minenkarren jetzt noch mal bewegen? Den Minenkarren kannst du erstmal bewegen, ja. Ich würde das bei den Drachenkopf nehmen, glaube ich. Der Moment, ich muss mir erstmal hier mal gucken. Okay, ich bin, glaube ich, ganz oben. Ich bin jetzt auch ganz, also. Also ich bin hier ganz oben. Ich habe hier oben einen Schalter, den ich halten kann. Und ein Tor, was in eine Mine führt. Oder zumindest in einen blauen Tunnel. Und ich Ich vermute brauche. mal, wir müssen Nee, die Schalter zusammenhalten. ich brauche jetzt die Spitzhacke. Ich kann die Spitzhacke nicht bedienen. Ich brauche jetzt aber die Spitzhacke. Das ist kein Problem. Ich kann die Spitzhacke vom Drachenkopf aus erreichen und ich brauche den Drachenkopf, um ganz nach oben zu kommen. Okay. Obwohl, im Moment kann ich gar nichts machen hier. Du brauchst die Spitzhacke, ja? Ja. Kannst du von da, wo du jetzt bist, den Minenkarren bedienen? Ja, muss ich halt rein, ne? Ja. Geht das noch weiter? Du musst mir das ja sagen, ich weiß noch nicht, wie weit ich drücken soll. So, jetzt mal. Oh, der geht noch einen höher. Mach mal in die andere Richtung. Weiter. Weiter. So, warte kurz. Weil ich jetzt zuvor eilen. Ja. Einen zurück, bitte. So, ich muss kurz gucken. Dynamit. Kommst du an das Dynamit ran? Nein, ich komme von hier aus an gar nichts. Na, du kannst jetzt mit dem Minenkarren wieder wegfahren, theoretisch. Oder warte mal. Was denn? Von wo aus kommst du an das Dynamit ran? Ja, von da, wo ich jetzt bin. Okay, aber dann müsstest du quasi mit dem Dynamit fahren, ne? Ja. Okay, dann lass mich mal kurz. Gib mir das Dynamit mal einen höher, also bei dir einen runter. Kannst du jetzt aus dem Dynamit aussteigen? Geht das noch? Nein. Okay. Nein. Okay. Aber Ich bin eingesperrt. jetzt könntest du theoretisch raus, ne? Jetzt kann ich raus. Bin ich auch draußen. Gut.
Das heißt, ich kann das Dynamit jetzt fahren, ohne dass bei dir was schief geht, richtig? Ja, weil ich bin ja raus. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo muss ich denn... Wo genau muss ich jetzt hin? So, warte mal kurz, ich muss mich kurz orientieren. Ja, ich mich auch. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Achso, das ist der Diamant. Hier erreiche ich den Drachen. Kommst du von da, wo du bist, an die Spitzhacke ran? Weiß ich noch nicht. Ach. Ja, komme ich. Okay, du brauchtest ja die Spitzhacke, um dann letztendlich weiter hochzukommen oder irgendwas war doch da, ne? Ja, aber dafür muss ich wieder ganz nach oben in den Dynamitwagen. Brauch die oben, wo ich sie nicht steuern kann. Ja, gut, jetzt fahr erstmal nochmal einen runter mit der Spitzhacke. Ja, aber dann kann ich nicht aussteigen. Das ist gerade vollkommen egal. Geht nicht. Kann nicht runterfahren, kann nur hochfahren. Das ist schlecht. Okay, warte dann. Anders. Fahr jetzt nochmal. Einmal. Und wieder hoch. Also wieder in die andere Richtung. So. Jetzt musst du mir sagen, also ich stehe jetzt bei mir im Spitzhackending. Das heißt, ich kann das Spitzhackending steuern. Du musst mir jetzt nur sagen, wo ich langfahren soll, um dich dann dahin zu kriegen, wo du ursprünglich hin wolltest. Ja, Moment. Oh nein. Moment. Wollen wir mal ein bisschen laufen? Warte, ich bin ein Idiot. Ich muss noch mal hoch. Alles gut, das müsste ich theoretisch selber hinkriegen. Oder? Nee, ich brauche dich noch mal kurz. Aber ich habe jetzt kapiert, was ich machen muss. Das ist schon mal sehr gut. Trotzdem brauche ich dich nochmal. Du musst die Spitzhacke für mich nochmal verschieben. Ja. So, einmal zurück. Okay, halte dich kurz bereit. Beziehungsweise du kannst eigentlich... Nee, warte mal. Warte einfach kurz. Der Drachenkopf ist für dich ja nicht relevant, ne? Hast du gesagt. Bisher nicht, ne. So, ich bin wieder in der Spitzhacke. Wie brauchst du die Spitzhacke jetzt? Ja, musst du auf das Dach von der Spitzhacke? Oder wie? Ja, ich muss auf das Dach von der Spitzhacke, aber dafür muss ich erstmal nach oben fahren. Muss ich erstmal in meinen einen Fahrstuhl rein, damit ich dann nach oben fahren kann. Okay, kannst du den Fahrstuhl alleine bedienen oder brauchst du mich dafür? Nein, ich brauche die Spitzhacke. Für die Spitzhacke brauche ich dich. Gut, ich halte mich bereit. Ich habe mir den Drachen jetzt so hingeparkt, dass ich den mit der Spitzhacke dann erreichen kann. So, jetzt bitte die Spitzhacke. In welche Richtung? Zu mir nach oben. Weiter nach oben kann ich nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Ich bin schon drüber gelaufen. Du kannst jetzt wieder zurückfahren. Okay. Brauchst du mich noch für irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht. Warte, ich gucke gerade. Jetzt bin ich beim Drachenkopf. Ist der Drachenkopf mir weggefahren? Kannst du den Drachenkopf nochmal hochfahren, dass ich einsteigen kann? Danke. So, jetzt bitte. Fahr dahin, wo du hinfahren musst, damit ich dann fahren kann, bitte. Sonst komme ich nämlich auch nicht ganz nach oben. Ich brauche die Minenkarre.
Oh, sind so weit oben. Ich weiß nicht, ob ich da von hier aus Zugriff drauf habe. Nö. Ich kann aber ein Tor öffnen. Ja, ich komme da aber nicht hin. Oh, warte mal. Nee, ich brauche die Minenkarre gar nicht. Ich brauche den Drachenkopf. Ja, wo muss der Drachenkopf hin? Na, erstmal so, dass ich einsteigen kann, glaube ich. Weiß ich nicht. So? Nein. Weiter. So, warte mal kurz. Ich muss mir meins auch noch mal kurz angucken. Du stehst ja auch im Drachenkopf drin, ne? Ja. Okay, gut. Dann kannst du jetzt dahin fahren, wo du hin musst. Dann haben wir es jetzt. Oh, warte, ich bin zu weit gefahren. Oh, viel zu weit gefahren. So, ich bin draußen. Okay. Hallo. Hä? Hi. Ah. Hallo. Sag auf. Ey, du. Ich sehe dich. Wo soll ich den Hebel halten? Ich vermute mal, dass wir das tun müssen, um weiterzukommen, ja? Rauf, Jetzt runter, rennt. rauf, runter. Was rauf, runter? Achievement. Achso. Jetzt gehen wir beide in die Höhle rein, oder was? Roger, Roger. Hi. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay. Guck mal, ein Basislager. Will ich hier runterfahren? Kommen wir hier nie wieder weg? Naja, gut. Wir haben einen Okay. Zeltplatz in einer alten, verfallenen Mine gefunden. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, nein. Auch nicht sowas. Jetzt. Igitt. Igitt. Hebel. Der rote Hebel macht das rote Tor auf, oder? Ich hätte hier auch einen roten Hebel. Ich habe ein rotes Tor. Okay, wer geht, wer bleibt? Ich gehe, wer ich weiß, wo das Tor ist. Viel Erfolg! Schreib mal! Danke. Ja. Machst du was? Tschüss! Okay, ich bin durch. Noch Okay. offen sogar. Ja, also es ist, das rastet in der jeweiligen Position ein. Hinter dir ist auch ein Tor zugegangen. Hier in der Haupthöhle. Also das ist so eine 1-2-Schaltung. Ja. Ich habe So. diese Dinger zum Ein Bewegen. blauen oder einen gelben Hebel bräuchten wir, damit ich von hier weiterkomme. Ich müsste das Rondell bewegt bekommen, aber ich kann das nicht bewegen. Na, warte mal. Du kannst das nicht drehen? Nein. Oh doch, jetzt. Ja, in die Richtung nicht, da ist eine Eiswand. Achso. Jetzt kann ich es drehen. So ein Rondell habe ich hier auch. Ich habe noch eine rote Tür hier. Ja, warte, ich mache den Hebel noch mal. Bin durch.
Jetzt stehe ich vor einer blauen Tür. Und kein Hebel irgendwo? Nein. Okay, dann muss ich jetzt hier wohl mal auf die Suche gehen, wa? Hi. Oh, hi. Hier ist ein blauer Hebel. Oh, hoppen. Durch. Ah, also wir brauchen blau, gelb und rot in der genau anderen Konfiguration, als wie sie jetzt auf sind. Okay. Also soll ich den roten aufmachen? Dann musst du das bei dem blauen noch betätigen. Wir haben auch noch gar keinen gelben Hebel gefunden, oder? Kannst du mal dahin zurück, wo du eben warst? Wo willst du hin? Hier rein. Ja, ich will jetzt dahin. Und dann das andere Tor einmal drehen? Das andere Tor? Das zweite Drehtor. Danke. Da hinten ist auch der blaue Hebel. Ah ja. Müssen wir nur noch wissen, wo das gelbe ist. Kannst du den blauen nochmal betätigen? Wo ist denn der blaue nochmal? Hi. Hallo. So, also der blaue Hebel ist definitiv der letzte, den wir dann umlegen. Das ist gut zu wissen. Bleib mal kurz da. Ah ne, mach mal den blauen Hebel nochmal. Ah. So. Den blauen nochmal. Und dann den roten. Ja, wie soll ich denn an den roten rankommen? Durch das Drehtor. Nee, musst hier lang. Und dann hier durch. Sag mir Bescheid, wenn du da vorne beim blauen Tor bist. Dann lasse ich dich noch mal kurz zum roten. Bin da. Was ist denn hier hinten noch? Und ich dachte, ich hätte was entdeckt. Den gelben Hebel? Ich sagte, ich dachte, ich hätte was entdeckt. So ungünstig. Ich sehe den gelben Hebel. Na dann. Mann zu. Ja, ist nicht so leicht. Ich bräuchte dich wieder hier beim blauen Hebel. Ach, aber gerade beim roten. Ich komme hier auch nicht weg, wenn du nicht vorher den blauen betätigst. Bin ich wieder eingesperrt. Sag, wenn du raus bist. Bin raus.